Ich freue mich, unser erstes Panel begrüßen zu dürfen. Ich beginne hier am Anfang, Professor Beckert. Er ist der Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung und hat sich spezialisiert auf Wirtschaftssoziologie. Sehr herzlich begrüße ich wieder Herrn Professor Schön. Herr Professor Schön ist der Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft und ich denke, Sie kennen ihn alle von den Jahren. Willkommen. Herr Schwenker, haben Sie gerade erlebt. Sehr herzlich begrüße ich Herrn Professor Mellinghoff. Er ist Präsident des Bundesfinanzhofs. Es ist mir eine große Ehre, dass Sie da sind. Und Herr Professor Koriot, auch wir kennen ihn seit vielen Jahren Convoco verbunden. Er hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Kirchenrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Unser erstes Panel darf ich mit einer Frage vielleicht an Sie, Herrn Professor Beckert, eröffnen. Und zwar, wie kann man sagen, der Wandel von Ungewissheit in der Geschichte? Haben wir heute mehr Ungewissheit als in früheren Zeiten? Ich würde da gerne für die Antwort an Herrn Schwenker anschließen, der sich ja konzentriert hat auf die Entwicklung in Unternehmen in einem Zeitraum der letzten 20 Jahre und uns hier, finde ich, sehr überzeugend dargestellt hat, dass Ungewissheit tatsächlich für Unternehmen sich ausgeweitet hat. Und ich will das ein bisschen erweitern im Horizont. Das gilt natürlich in der Ökonomie, nicht nur für Unternehmen, ja, dass sich Ungewissheit ausgeweitet hat, sondern ebenso für Arbeitnehmer, ja, aber es gilt auch etwa für die Politik und in ihrem Verhältnis zur Wirtschaft. Hintergrund davon als allgemeiner Punkt ist, dass wir in den letzten 30 Jahren wirtschaftliche Strukturen so verändert haben, dass sie sehr viel stärker wettbewerbsorientiert sind. Und durch Wettbewerb Kontingenzen entstehen, die sich für die Akteure als Unsicherheit, als größere Unsicherheit darstellen. Es ist aber jetzt nicht nur so in der Wirtschaft, in Unternehmen, dass Unsicherheit in diesem Zeitraum der letzten 30 Jahre gewachsen ist. Auch in dem sozialen Nahbereich, ja, denken Sie etwa an die Entwicklung der Familie, ja, in den letzten 50 Jahren von sehr traditionalen Familienmodellen hin zu pluralen Familienmodellen, in denen die Frage, heiraten Sie nicht, haben Sie keine Kinder, wen heiraten Sie, ja, die Optionen in allen diesen Bereichen sich dramatisch ausgeweitet haben und für die Individuen stellt sich dies auch als Unsicherheit dar. Ein letzter Punkt, wenn wir das jetzt über eine längere historische Periode betrachten, dann würde ich sagen, kann man nicht pauschal sagen, dass wir heute in unglaublich ungewissen Zeiten leben und früher alles gewisser war. Also denken Sie an Kriegssituationen etwa, oder denken Sie daran, welche Bedrohung Infektionskrankheiten, ja, in unseren Breitengraden noch vor 100 Jahren dargestellt haben. Also wir können in der Entwicklung der Moderne auch Tendenzen erkennen, dass wir heute mit Ungewissheit besser umgehen können. Und das heißt gleichzeitig, dass wir eben in der Geschichte durchaus also lange Phasen haben, eben von sehr großer Ungewissheit, so dass ich nicht sagen würde, es gibt einfach einen historischen, linearen Prozess der Steigerung von Unsicherheit oder Ungewissheit. Das ist sehr interessant, weil ich glaube, wir alle denken, unsere Zeiten sind besonders schwierig und besonders komplex. Sehr beruhigend. Ja, ich würde an der Analyse anknüpfen, aber das noch in zwei, drei Richtungen erweitern. Es gibt zunächst mal die Unsicherheit, über die wir bisher gesprochen haben und die, glaube ich, auch bei den Überlegungen von Herrn Schwenker im Mittelpunkt stand. Unsicherheit über künftige Zustände, Unsicherheit hinsichtlich der Informationen, dessen, was die Welt mir bietet und was die Welt für künftige Kausalitäten hervorruft. Das ist aber nur die eine Seite. Und da kann man dann in der Tat sich darüber streiten, ob nicht der mittelalterliche Mensch, der wenig Informationen besaß,
aber der schon am nächsten Tag von einer tödlichen Krankheit oder einem Überfall zur Strecke gebracht werden konnte, nicht in ähnlicher Unsicherheit sich befand. Aber es gibt zwei zusätzliche Dimensionen, die ich doch einführen möchte. Das eine ist die Frage der Unsicherheit in der Entscheidung. In traditionalen Gesellschaften oder auch in einfach strukturierten Gesellschaften allgemein gab es nicht viel zu entscheiden. Und wir leben heute, ob wir das als Individuen tun in unserer persönlichen Lebensplanung oder als Unternehmer im Bereich betrieblicher Planung, nicht nur in der Unsicherheit, was wird die Zeit uns bringen, sondern auch in der Unsicherheit, welche der viel größeren Handlungsoptionen sollen eingeschlagen werden. Welche Ausbildungswege sollen eingeschlagen werden? Welche geografischen Grenzen setzt man sich und seiner Tätigkeit? Und die Vermehrung der Optionen ist natürlich einerseits eine glückhafte Entwicklung, dass Menschen heute mehr gestalten können als früher, setzt den Einzelnen aber dann doch subjektiv oft im Gefühl von Unsicherheit aus, übrigens dann auch verbunden mit dem Gefühl zu scheitern. Wer vom Schicksal betroffen ist, der erfährt ein Unglück, aber er scheitert nicht. Wer den Eindruck haben muss, einen Fehler gemacht zu haben, bei dem sieht es anders aus. Und daran schließt sich, das will ich nur kurz noch anfügen, eine zweite Dimension an, und das ist die der Zielfunktion. Heute hat ja schon Herr David bei der Strategie gesagt, was immer ich tue, ich muss mal wissen, worauf ich hinaus will. Und auch da ist die Unsicherheit größer, weil für persönliche Lebensplanung von Individuen die Zielfunktion nicht mehr eindeutig gesellschaftlich vorgegeben wird. Jeder ist quasi sein eigenes Projekt, jeder sein eigener Künstler, und er muss nicht nur Entscheidungen darüber treffen, wie er zu einem Ziel gelangt, sondern welches Ziel er in seinem Leben überhaupt anstreben will. Erneut erhöht es die Unsicherheit und die Möglichkeit zum Scheitern. Ja, danke. Ja, vielleicht kann man ergänzen, dass Ungewissheit oder in diesem Wort das Wissen drin steckt. Und wenn man sehr viel weiß, erhöht das die Ungewissheit. Wir haben heute in den Vorträgen gehört, dass eigentlich ja die Politiker oder auch die Militärs hätten wissen können. Aber das ist eben keine Gewissheit unter der Vielfalt der möglichen Informationen. Und wenn wir heute sehen, was es alles an Informationen gibt, die uns präsentiert werden, da die richtige herauszufiltern, das wäre die Gewissheit, aber die haben wir eben nicht. Die hatten wir nie, wie wir erfahren haben. Ja, aber sie ist größer. Sie ist größer, weil das Wissen größer geworden ist. Wenn das Wissen kleiner ist, sind auch die Optionen, die Auswahlmöglichkeiten geringer. Es ist nicht nur eine Frage des Wissens, sondern auch der gesellschaftlichen Organisation. Und ich meine, nochmal anzuschließen, also häufig dafür lässt sich so ein Kontrast anführen von traditionalen Gesellschaften zu modernen Gesellschaften. Herr Schön hat das eingefügt, und traditionale Gesellschaften sind eben sehr stark reguliert, normativ reguliert, mit sehr geringer Handlungsfreiheit für die Individuen. Moderne Gesellschaften zeichnen sich aus durch Individualisierungsprozesse. Diese Individualisierungsprozesse sind freiheitsermöglichend. Ja, es ist das, was wir schätzen an sozialer Entwicklung, auch gerade während der letzten 30, 40 Jahre. Also ich sage bewusst im Anschluss an die 68er-Bewegung, aber es sind eben genau Entwicklungen auch, die eine zunehmende Entscheidungslast, Verantwortungslast auf die Individuen bringen. Und überhaupt so etwas wie ein Scheitern von Lebensentwürfen, ja, und, sehr viel, also als Konzept überhaupt sehr viel plausibler machen, weil es ja zunächst einmal den Entwurf als Kontingente, als Möglichkeit gibt, die dann entweder sich erfüllen kann oder nicht erfüllen kann. Traditionale Gesellschaften geben diesen Options-, diesen Handlungs-, diesen Entscheidungsspielraum erst überhaupt nicht her. Herr Koriot? Ich glaube, ein Punkt verdient da nochmal nachhaltige Betonung, die Unterscheidung zwischen traditionalen Gesellschaften und modernen Gesellschaften. Ungewissheit gehört natürlich zum Menschen dazu, das gibt es immer. Aber die Art der Ungewissheit hat sich in den heutigen Zeiten verändert. In den traditionalen Gesellschaften sind es eher die Ungewissheiten, was die Natur angeht, das, was am nächsten Tag passieren kann, während der Handlungsrahmen für den Einzelnen eher statisch ist. Der Platz in der Gesellschaft ist vorgegeben,
Das Leben läuft ab, ohne dass es sehr viele Handlungsmöglichkeiten gibt. Und das ist eben in modernen Gesellschaften ganz anders. Die Vermehrung der Handlungsoptionen, der Wahlmöglichkeiten schafft zunehmend Unsicherheit. Und dieser Situation ist praktisch jeder ausgesetzt. Sie können dem eigentlich nur noch entgehen, wenn Sie in ein Kloster, wenn Sie entscheiden, als Mönch in ein Kloster zu gehen. Und selbst dann wissen Sie nicht, ob nicht vielleicht in 10 Jahren, so wie die Dinge im Moment liegen, das Kloster so klein geworden ist, dass es geschlossen werden muss. Ja. Ungewissheit als Chance, was denken Sie dazu? Vielleicht Herr Schwenker? Ich habe meine Meinung dazu ja schon deutlich gemacht. Ich glaube natürlich, dass Ungewissheit eine Chance ist, weil ja auch Dinge passieren können, die gut sind. Oder, um hier im Gespräch bleiben zu können, die mir gerade in meine Zielfunktion passen, mir entsprechen, meinen Fähigkeiten entsprechen und so weiter. Deswegen glaube ich, aber ich weiß natürlich auch, es sagt sich einfach, sollte man keine Angst vor Ungewissheit haben. Ich denke, jeder, der ehrlich zu sich ist, weiß, er hat das gelegentlich. Und darum haben wir es ja auch mit den Widersprüchen zu tun, die in dieser Diskussion gerade deutlich geworden sind. Natürlich finden wir das schrecklich, dass früher Lebenswege vorgezeichnet waren. Ich kenne das aus meiner Biografie auch noch. Auf der anderen Seite, gerade weil die Vielfalt so da ist und weil es uns darum geht, Komplexität zu reduzieren, sehen wir uns wieder ein Stück danach, dass uns bestimmte Entscheidungen abgenommen werden. Weil Entscheidungen, und das finde ich sehr richtig, natürlich immer das Element des Scheiterns oder der Fehlentscheidung drin haben. Wenn ich nicht entscheiden konnte und irgendwas funktioniert nicht, dann bin ich zumindest nicht gescheitert. Manchmal hilft das ja auch. Und diese Widersprüchlichkeiten gibt es ja rund um uns herum und hängen auch immer davon ab, wie man auf ein Problem schaut. Ich kann Demografie als eine der größten Bedrohungen sehen, wie wir gerade wieder lesen konnten, aber ich kann natürlich auch sagen, es ist ein wunderbares persönliches Glück, länger älter werden zu können, länger arbeiten zu können, eben genau nicht in dieses Problem hineinzulaufen, dass eine einmal getroffene Entscheidung für einen Beruf oder für einen Lebensweg früher nicht mehr korrigierbar war, heute, weil man älter werden kann, natürlich korrigiert werden kann. Und ich glaube diese Situation, dass wir mit diesen Widersprüchen, die wir uns selber schaffen, umgehen müssen, schafft dieses Element an Unsicherheit. Dann können wir auch kurz mal scheitern, weil wir kriegen eine zweite Chance. Genau. Ich würde an der Stelle, Herr Schwenker, gerne auf Ihren Vortrag eingehen, den ich ganz faszinierend fand und der ja wirklich das ganze Panorama praktisch und theoretisch abgeschritten hat, soweit es um unternehmerische Strategien geht. Sie haben die ganzen Moden oder Richtungen, objektiver gesagt, geschildert, von der Risikodiversifikation zur Hinwendung auf das Kerngeschäft, zur erneuten Diversifikation und zurück. Und Sie sind dann geendet bei einer Lösung, bei der ich mich frage, ob sie Bestand hat. Nämlich doch wieder einen starken Fokus auf das Individuum, auf die Persönlichkeit des Unternehmensführers. Und dann haben Sie am Schluss auch mehrfach gesagt, da möchte ich nochmal nachhaken, das sollte dann auch jemand sein, der gewissermaßen Sicherheit verbreitet. Ja, das ist jemand, der der ganzen Unternehmung, der Belegschaft vermitteln kann, ich weiß, wo es lang geht. Ich habe eine Vorstellung über die künftige Richtung. Aber da will ich nochmal nachfragen, geht es allein um das Empfinden von Sicherheit in einer im Übrigen völlig kontingenten Situation? Dann wären wir ja fast schon wieder in einer traditionalen Gesellschaft, in der symbolisch Sicherheit vermittelt wird. Oder geht es doch darum, dass der eine oder andere ein bisschen schärfer in die Zukunft sieht und das auch dann sich in wirklichen Erfolgen positiv niederschlägt? Gar nicht so einfach zu beantworten. Deswegen haben Sie ja die Frage auch gestellt. Ich würde versuchen, mich anzunähern. Mir geht es darum, dass wir in der heutigen Situation Menschen brauchen, die andere Menschen führen. Und damit meine ich ja nicht nur den Vorstand, sondern das geht ja auch weiter nach unten. Die nicht Sicherheit geben können, aber die Sicherheit vermitteln dadurch, dass sie auch ehrlich damit umgehen, dass sie auch nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Weil ich glaube, es ist viel Unheil dadurch angerichtet worden, dass man sich hingestellt hat und gesagt, ich weiß, wie es geht,
Und das ist der Weg. Und natürlich hat man damit Menschen hinter sich bringen können. Das geht heute aber nicht mehr, jedenfalls dann nicht, wenn man ehrlich ist. Das heißt, ich brauche jemanden, der in der Lage ist, ohne an Autorität zu verlieren, zu sagen, ich weiß es auch nicht genau, aber ich habe eine Vorstellung und ich stehe zu dieser Vorstellung. Und das ist weder Opportunismus, sondern dazu eine Meinung und eine Überzeugung zu haben. Jetzt weiß ich genau wie Sie, dass Überzeugungen zu haben hat auch eine Negativseite, nämlich die Überzeugung kann auch falsch sein. Deswegen braucht es Korrektive da drin, um sicher zu sein, dass man zumindest so in eine Richtung geht, dass man sie auch noch korrigieren kann. Ich glaube aber, das knüpft ja auch in unsere erste Runde an, um Menschen heute zu motivieren, muss ich ihnen das Gefühl geben, dass ich die Schwierigkeiten verstanden habe, mit denen ich zu tun habe. Deswegen glaube ich habe nicht darüber gesprochen, weil ich eh schon zu lang war, dass das Denken in Szenarien etwas ist, das uns strategisch tatsächlich weiterbringen kann. Ich rede ungern von Szenarien, weil sie so abstrakt ist, sondern eher in Zukunftsbildern. Ich glaube, das, was heute eine Führungskraft verkörpern und auch darstellen muss, ist das Reden über Zukunftsbilder, weil sie damit den Menschen auch die Möglichkeit eröffnet, für sich selber zu reflektieren, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zukunftsbild. Und das, wenn man das ehrlich macht, kann Sicherheit nie geben. Aber dahingehend vermitteln, dass man weiß, ich habe es mit Menschen zu tun, die darüber nachdenken, was sie tun. Und das ist doch schon mal eine ganze Menge. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es also die Annahme, wir haben die Probleme und so ist die Situation. Punkt. Wir können nicht zaubern. Daraus kommt die Kraft. Nein, wir können nicht zaubern, aber wir haben die Fähigkeit zu wissen, dass wir auch nicht wissen, wie die Welt aussieht, aber Zukunftsbilder entwickeln können. Das ist ja für mich der Unterschied. Also im Grunde genommen ist das ja, was Sie sagen, genau das Thema auch unseres Zusammentreffens hier, ja, rechnen mit dem Scheitern. Also das ist ja, also dass wir dies als Option mit einbeziehen. Ein anderer Aspekt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist, dass Führungsrolle, Entschuldigung, ich habe den Faden verloren, gerade, gehen Sie weiter, ich komme gleich zurück. Ja. Ich würde gerne an einen Punkt noch mal drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob Sie es waren oder Herr David, der in der Diskussion im Vortrag gesagt hat, es ist eigentlich selten so, dass die Fehlentscheidungen auf fehlender Information beruhen. Sie beruhen typischerweise auf Fehleinschätzungen, vielleicht auch auf Wunschbildern, auf einem Plan, der zu festgefügt war, als dass noch eine Bereitschaft bestand, sich dem laufenden Informationsfluss anzupassen. Ja. Insoweit kann es eben auch kontraproduktiv sein, allzu viel Sicherheit zu verbreiten. Aber natürlich. Und ich glaube, das ist ja gerade die Kunst, um die es mir geht. Verbreite ich allzu viel Sicherheit, erzeuge ich in dem Augenblick Unsicherheit, in dem sich die Sicherheit nicht als wahr herausgestellt hat. Das heißt, ich muss genau diese Balance gehen. Und das bringt uns ja auch zu der schwierigen Frage. Natürlich kann man mit Ungewissheit umgehen, indem man sich mehrere Pläne macht. Das kennen wir ja alle auch so. Also der berühmte Plan B. Es gibt nicht nur einen Plan A, sondern es gibt auch einen Plan B, der scheitern kann. Man kann lang darüber diskutieren, finde ich persönlich, ob es klug ist, einen Plan B zu haben. Oder ob es nicht viel besser ist, nur einen Plan A zu haben und diesen voller Überzeugung anzugehen und versuchen, damit zu motivieren. Weil ein Plan B ja immer die Möglichkeit bietet zu sagen, den Plan A nehme ich mal nicht so ganz ernst und setze da nicht alles drauf, weil ich immer auch noch einen Plan B hätte. Ich habe neulich ein nettes Poster gesehen, da stand drauf, wenn der Plan A gescheitert ist und der Plan B auch, don't worry, es gibt weitere 24 Buchstaben für Pläne. Und ich glaube, das charakterisiert so ein bisschen die Situation. Ich bin da gelegentlich hin und her gerissen, ob man über einen Plan B reden soll, wenn man einen Plan A machen möchte. Aber zum Plan A zu kommen, überlegt man sich ja erstmal die Handlungsszenarien und die Alternativen. Sollte so sein, ja. Also ist doch wieder die Strategie zuerst. Wie auch immer, Herr Beckert. Ja, ich komme noch mal zurück, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden, hoffentlich. Das, was Sie beschreiben, Zukunftsbilder, aber auch Strategien, worüber wir sprechen, sind ja im Grunde genommen, also wenn man das abstrakter betrachtet, Strategien, das sind Formen von Reduktion von Komplexität. Genau. Ja.
Aber was eigentlich reduziert wird, ist natürlich nicht die objektive Komplexität der Umwelt, sondern es ist ein Handeln von uns in dieser Umwelt, das wir festlegen, durch das wir ganz viele Sachen ausschließen und uns festlegen, das ist ja eigentlich das, was Strategie ist, ja ein Bild zu haben, kohärent in die Zukunft hinein zu handeln. Und es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass gerade eben in einer Situation, in der Unsicherheit, Ungewissheit steigt, genau das Bedürfnis auch nach solchen Festlegungen steigt. Und das gilt auf der organisationalen Ebene, aber Sie haben es auch auf der personalen Ebene beschrieben. Eine typische Reaktion auf Unsicherheit ist tatsächlich das Bedürfnis nach zunehmender Stabilität. Genau. Und ich möchte also ich fand eigentlich bei den Punkten, die Sie genannt haben, zwei Punkte besonders interessant. Und zwar ist der eine, der Punkt des Organizational Slack. Ja, weil das doch bedeutet, tatsächlich rechnen mit dem Scheitern im Sinne, dass wenn die Strategie scheitert, ich nicht dabei als Organisation sämtliche zukünftige Handlungsmöglichkeiten verliere, sondern es tatsächlich eine zweite Chance gibt. Und ich glaube, also ich finde das interessant, dass Sie das heute sagen. Ich erinnere mich an vor fünf Jahren hatte ich eine Diskussion hier auch in Österreich mit Private Equity Investoren, eine Anwaltskanzlei. Und da habe ich den Begriff des Organizational Slack eingeführt. Und da wurde mir geantwortet, bloß nicht. Ja. Der Leverage so hoch wie es irgend geht, um eben also die mit hohem Risiko die Gewinnmöglichkeiten zu erhöhen. Ja, das ist gewissermaßen die Strategie, die 2008 gescheitert ist. Genau. Ja, insofern finde ich es interessant, dass Sie auf genau diese in der Organisationstheorie ganz wichtige Kategorie zurückkommen. Und ein zweiter Punkt, den Sie gar nicht unter Ihren drei Punkten hatten, den ich aber also mit den interessantesten fand, war, als Sie sagten, man muss Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen einbeziehen. Und das heißt ja genau, dass man eben nicht sich beschränkt auf eine Denkweise, sondern versucht, eine möglichst gute Abschätzung von Wandlungsprozessen, von Zukunftsmöglichkeiten durch die Pluralität von unterschiedlichen Auffassungen zu institutionalisieren. Und ich glaube, dass das auch, also wenn ich jetzt an die Finanzkrise denke, die Vorstellung, das Denken auch der Politik in den 90er und den frühen 2000er Jahren bestimmt hat, war ganz stark von einem bestimmten ökonomischen Bild charakterisiert. Ja. Und ich würde sagen, heute zu stark. Ja. Alternativen zu diesem Verständnis, wie Wirtschaft funktioniert, wie Märkte funktionieren, hätten viel stärker mit Berücksichtigung finden müssen, um eine bessere Abschätzung zu bekommen, welche Wandlungsprozesse tatsächlich stattfinden, welche Optionen, welche Szenarien möglich sind. Darf ich ganz kurz? Ja. Wollte mich aber nicht vordrängeln, ich habe schon so viel gesagt. Ich halte diesen Punkt auch für ganz wichtig. Er ist nicht ganz einfach umsetzbar. Denn diese Interdisziplinarität, die Sie in den Führungsgremien abbilden, aus meiner Sicht auch sollten, muss sich ja immer wieder kombinieren mit der Fähigkeit, ich hatte darauf hingewiesen, auch das Tagesgeschäft vernünftig steuern zu können. Also nur Intellektualität, ich überziehe das jetzt einmal, in einer Führung reicht auch nicht. Es muss kombiniert werden. Das ist ein Punkt für mich. Und der zweite Punkt, genau das, was Sie gesagt haben, bringt mich immer dazu zu sagen, dieses Two-Tier-Board-System, Vorstand und Aufsichtsrat, was wir in Deutschland haben und was immer wieder diskutiert wird, weil es ja leicht gesagt wird, die One-Tier-amerikanische Situation sei die bessere, weil sie zu schnelleren Entscheidungen führt und so weiter und so weiter. Das ist aus meiner Sicht eine Absicherung dafür, weil es bietet die Chance, schön, das meinte ich, es bietet die Chance, eine Strategie zweimal zu reflektieren. Nämlich einmal da, wo sie gemacht wird und einmal im Aufsichtsrat, um darüber zu entscheiden. Das heißt, ich habe mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Erfahrungen, auch Lebensentwürfe einzubringen. Und manchmal muss man sich, glaube ich, auch die Zeit nehmen und darf nicht nervös werden, weil natürlich muss alles schneller werden, das weiß ich auch. Aber manchmal ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, um diese Reflexion zu ermöglichen. Und dann hätten wir das Korrektiv, von dem ich gesprochen habe. Ich möchte auch noch mal auf Ihren Vortrag zurückkommen, Herr Schwenker. Etwas hat mich irritiert, als Sie gesagt haben, die Entscheider scheitern an sich selber. Das hat eine Konnotation, als ob das was ganz Furchtbares ist. Und wenn ich das Thema sehe, Rechnen mit dem Scheitern,
dann ist das ja zunächst einmal ein sehr offenes Thema, was auch eine positive Sichtweise des Scheiterns mit einbezieht. Das heißt, dass man aus dem Scheitern lernt. Und die Frage ist immer, ob wir wirklich sagen können, wenn wir retrospektiv auf die Entscheider schauen, die verschiedene Alternativen, verschiedene Möglichkeiten hatten und ausgewählt haben, ob sie wirklich an sich selber gescheitert sind oder eine Entscheidung getroffen haben, die in diesem Punkt vielleicht nicht das Ziel erreicht hat, aber sie weitergebracht hat, indem sie dann andere Ziele verfolgt haben. Durchaus, indem sie möglicherweise ihr ganz persönliches Zielsystem ja optimiert haben. Mit Entscheidungen, die für andere vielleicht eher eine schwierige Situation gebracht haben. Aber natürlich haben Sie recht, ich weiß auch, ich habe das überzogen. Das, was ich damit sagen wollte oder mit der Formulierung an sich selbst gescheitert, in dem Kontext, in dem ich es gesagt habe, hat etwas damit zu tun, wie wir Führung verstehen. Das ist die ganz klassische Diskussion zwischen Leadership und Management. Management wird häufig als das eher langweiligere wahrgenommen, also Dinge wirklich sorgfältig zu überlegen und darzubringen. Und Leadership ist das, der charismatische Führer oben, der schon weiß, wo es lang geht und der Kraft seines Charismas und seines Optimismus und seines Drives eine Organisation in eine bestimmte Richtung treibt. Und ich glaube, und das kann ich mit Henry Mintzberg sagen, der das sehr schön formuliert hat. Ich glaube, das ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten, weil keiner mehr ein guter Manager sein wollte, sondern jeder ein großer Führer sein wollte. Und ich glaube, dieses ein großer Führer sein zu wollen und schon damit für sich auch vielleicht in den Anspruch nehmen zu können, genau zu wissen, wo es lang geht und irgendwann eine Hybris entwickelt zu haben, auch das kennen wir ja, das findet ja nun empirisch statt, eine Hybris entwickelt zu haben, die Reflexion nicht mehr zulässt, das meinte ich mit, man kann an sich selber scheitern. Ich weiß natürlich auch, dass man rückblickend jede Strategie erklären kann, erfolgreich oder auch nicht erfolgreich, weil es im Rückblick immer leichter ist zu sagen, wenn ich das alles gewusst hätte, darin liegt ja die Natur des Unternehmerischen. Aber ich glaube, der Unterschied besteht darin, zu sagen, was hätte ich tatsächlich wissen können und habe ich hinreichend genug darüber nachgedacht oder war ich von mir selber so überzeugt, zu wissen, wo es lang geht. Und deswegen diese Korrektivfunktion, die für mich immer wieder eine Rolle dabei spielt. Das Scheitern selber, ich hatte eingangs gesagt, das ist nicht schön. Ich glaube, keiner mag das auch, aber es bietet natürlich ein großes Potenzial, nämlich aus Fehlern kann man auch lernen, wenn ich das so platt sagen darf. Insofern ist jedes Scheitern natürlich auch mit einem Vorteil verbunden auf der persönlichen Ebene, aber manchmal trotzdem schwierig. Das sagt sich ja relativ leicht, dass man aus Fehlern lernen kann. Ja, aber dazu kurz eine Frage. Kultivieren Sie in Ihrer Unternehmensberatung eine positive Sichtweise des Scheiterns, dass Sie also Personen, die ihre Ziele nicht erreicht haben, in das Unternehmen einbinden, die positiven Ergebnisse aus diesem Scheitern dann sozusagen auch positiv bewerten? Es gibt ja Untersuchungen, dass Krankenhäuser zum Beispiel, die dies gemacht haben, besonders erfolgreich sind, wenn sie diejenigen belohnt haben, die das Scheitern sozusagen offenkundig gemacht haben. Also wir bemühen uns zumindest, denn eine Fehlertoleranz zu haben, ist ja etwas Gutes, weil es auch Menschen ermutigt, Entscheidungen zu fällen. Ansonsten haben wir ja das nächste Problem, wenn Fehler bestraft werden, entscheidet keiner mehr, weil man eben auch bei Entscheidungen Fehler machen kann. Deswegen spielt Fehlertoleranz eine große Rolle. Ich glaube auch, dass es hier schon kulturelle Unterschiede gibt. Und ich glaube, es ist tatsächlich häufig so, wie wir das uns gemeinhin vorstellen, dass das Scheitern, beispielsweise unternehmerische Scheitern oder Scheitern in der Karriere, im angelsächsischen Bereich anders gesehen wird als im deutschen Bereich. Mir ist das sehr deutlich geworden, nur um ein Beispiel rauszugreifen, als es diese wilde Zeit der New Economy gab und jeder Unternehmer werden wollte oder sich beteiligen wollte und Geschäftsideen hatte. Wir haben das jetzt auch wieder. Damals fanden das viele Menschen klasse,
und war noch voll Bewunderung, wenn jemand sagte, ich verlasse das Unternehmen, war ja nicht nur bei uns, auch in anderen Unternehmen und mache mich selbstständig. So, dann scheiterten 99% dieser Dinge und dann war gleichzeitig aber, ich habe das sehr bewusst wahrgenommen, die Häme groß zu sagen, ich habe es dir ja gleich gesagt, ja, wäre es mal klug gewesen und hätte es das nicht gemacht. Wir haben versucht, damals die Kultur dadurch aufzufangen, dass wir diese Menschen auch zurückgeholt haben, die uns verlassen hatten, um sich selbstständig zu machen, weil ich glaube, dass das kulturell ein wichtiges Element ist. Aber wir haben schon eine Gesellschaft oder einen Teil einer Gesellschaft, wo Scheitern auch mit Häme, ich habe es ja besser gewusst, ja, mit Häme versehen wird. Das stimmt, das ist ein anderer Gedanke. Ich glaube, Herr Mellinghoff, Sie wollten sagen, die Fehlerkultur in Unternehmen auch fördern. Und gerade im asiatischen Raum, die Unternehmen machen das, glaube ich, sehr stark, dass sie ihre Arbeitnehmer auffordern, zu sagen, sagt mir, was fehlgeht. Daraus können wir lernen und bekommen eine bessere Strategie, ein besseres Produkt, ein besseres Arbeitsklima. Ich glaube, das hat Herr Mellinghoff gemeint. Ich auch. Jetzt gehen wir mal weiter zum Herrn Schön. Wechseln wir mal kurz. Ja, ich würde doch ganz gerne vom sehr stark auf unternehmerisches Handeln bezogenen Denken in Kategorien des Scheiterns oder besser des Misserfolges nochmal auf die etwas mehr hochtrabend formuliert anthropologische Grundfrage kommen, nämlich des Scheiterns der Person oder des Menschen. Leben wir heute zu stark in einer Kultur, die dem Einzelnen, ich will sagen, fast nahezu vorschreibt, bestimmte Ideale finanziellen Erfolges, körperlicher Schönheit, intellektueller Brillanz, sozialer Umgebung zu erreichen, die dann sehr, sehr viele Menschen in das subjektive Empfinden des Scheiterns hineintreibt. Also wäre es eine Aufgabe für eine Gesellschaft, hier eine neue Bescheidenheit zu predigen? Oder wäre das wieder Volkserziehung, die einer freiheitlichen Gesellschaft ganz unangemessen ist? Ich frage das, ohne eine Antwort damit implizieren zu wollen. Und wie sollte, darüber haben wir ja gestern in unserer engeren Runde am Nachmittag zusammen mit Herrn Kirchhoff sehr intensiv diskutiert, wie sollte eine Gesellschaft sich auf das Scheitern des Einzelnen einstellen? Das ist im Unternehmen natürlich eine Kultur, die dem Einzelnen den Fehler und auch das Bekenntnis des Fehlers erlaubt, aber geht vielleicht doch noch mal weit darüber hinaus. Also mir geht es an dieser Stelle noch mal darum zu fragen, müssen wir nicht auch die Zielfunktionen des individuellen Lebens nochmal überdenken, bevor wir an allzu hoch gesteckte Ziele in einem permanenten Empfinden des Ungenügens und der Unvollkommenheit herangehen? Herr Becker? Also ich habe keine Antwort auf die Frage. Ich kann also nur gewissermaßen von empirischer Warte sagen, dass dem zweifellos so ist. Ja, also das, also wenn man, ja, also ich meine Schönheitsideale, ja, also sind sicherlich ein Beispiel, ja, wo der Druck, ja, immer weiter zunimmt, ja, und dann also die Erfahrungen des Scheiterns da sind. Das sind Prozesse, die mit Individualisierung in der Gesellschaft zusammenhängen, die Leiden auch verursachen, ja, auf der persönlichen Ebene. Ich habe keine Antwort auf die normative Frage, denn wie will man diese Prozesse steuern, wäre ja die Frage, und was wäre die Legitimität der Steuerung, ja, solcher Prozesse? Ja, also es wären paternalistische, ja, Ansätze. Also ich weiß es nicht. Ja, das. Es gibt ja Studien, wie wichtig Scheitern ist, also dass wichtige Leaders, Führer von heute, CEOs, auch Frauen, immer in ihrem Leben irgendwann mal gescheitert sind. Und damit meine ich nicht den Total-K.O., sondern ich verstehe Scheitern einfach auch darin, dass man an die Grenzen stößt, dass man seinen Willen und seine Vorstellungen durchsetzt. Also zum Beispiel sind führende weibliche CEOs im Westen jetzt, haben früher gearbeitet in asiatischen Unternehmen, waren dort konfrontiert mit einer reinen Männerkultur und kamen am Anfang gar nicht durch, mit keiner Idee und auch nicht einfach, weil sie eine Frau waren. Und da haben sie einfach gelernt, mit dieser Ablehnung umzugehen. Und Ablehnung, soziale Ablehnung, ist auch eine Art von Scheitern.
Und ich denke, in der Vorbereitung dieses Themas wurde mir bewusst, wie wichtig in jedem persönlichen Leben Scheitern ist. Und wenn wir alle heute Abend im Bett liegen, wissen wir auch, dass wir wahrscheinlich alle irgendwo einmal gescheitert sind. Aber dass wir vielleicht nicht heute hier wären, jeder an seiner Stelle, wenn das nicht geschehen wäre. Also das will ich nur mal in die Runde noch sagen. Aber Herr Kuriert. Also ich finde, eine Antwort auf die Frage von Wolfgang Schön hat eigentlich dieses Podium im Verlauf der bisherigen Diskussion schon gegeben. Und ich hatte auch den Eindruck, dass unsere Gespräche in den letzten anderthalb Tagen so ein gewisses Ergebnis hatten. Für mich war es überraschend, positiv überraschend, ja, dass Ungewissheit sehr stark als Chance und als Möglichkeit verstanden wurde und nicht dämonisiert wurde als nur Problem, also als etwas, was nach Möglichkeit eliminiert werden muss, und das Scheitern eben durchaus auch verstanden werden kann als etwas Positives. Natürlich ist es so, dass in der Gesellschaft häufig bei dem Einzelnen, eben weil auch Gewissheiten fehlen, weil die Einbindung in große Kollektive nicht mehr da ist, die Angst vor dem individuellen Scheitern größer geworden ist. Aber ich denke, es hat nichts mit Volkspädagogik oder Bevormundung zu tun, um nochmal ein Wort von dir aufzugreifen, wenn man dem gegenüber daran erinnert, dass eben Ungewissheit, Unsicherheit eben auch durchaus eine Chance bietet. Und Herr Kirchhoff hat gestern darauf hingewiesen, dass eigentlich gar nicht Personen scheitern können, sondern nur bestimmte Vorhaben von Personen. Wenn wir daran erinnern und den Menschen in die Mitte rücken, dann denke ich, ergibt sich daraus ein produktiver Umgang mit Ungewissheit, aber auch mit Scheitern, soweit das eben möglich ist. Vielleicht nur ein letztes Wort noch. Sie drängen darauf, dass wir auch mit dem Publikum gehen. Zu diesen vielleicht überhöhten Ansprüchen. Wir haben gestern in der Diskussion von Jens Beckert gelernt, dass sich eigentlich zwei Parallelentwicklungen, die ich jedenfalls bisher nicht im Zusammenhang gesehen habe, hier zusammengefügt haben. Nämlich die Entwicklung eines wirtschaftsliberalen Denkens seit Ende der 70er Jahre mit den großen Ansprüchen, die durch die 68er-Bewegung im Hinblick auf das Stichwort der Selbstverwirklichung definiert worden sind. Und dass im Grunde ein soziales Ideal der Selbstverwirklichung sich mit einem wirtschaftspolitischen Ideal des freien Spiels der Kräfte und der Durchsetzung des Individuums am Markt, sei es ein Arbeitsmarkt, sei es ein Kapitalmarkt, wirklich verbündet hat zu einer sehr expressiven Anforderung, die ich manchmal fast schon als überhöht empfinde, an das Gelingen des einzelnen Lebens. Wollen Sie noch was oder wollen wir das Publikum dazu laden? Herr Mellinghoff, Ihnen liegt noch was auf der Zunge. Also ich denke, unsere Verfassung respektiert unterschiedliche Lebensentwürfe. Und da stoßen wir natürlich an die Probleme zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie haben wir die Menschenwürde, die Freiheit, die Gleichheit, den Sozialstaat, die all dies auffängt und den scheiternden Menschen auch eine Heimat gibt und auch in unserer Gesellschaft eine Heimat geben soll. Aber es ist natürlich nicht nur Theorie, wir stellen ja viele Instrumente zur Verfügung, aber die Gesellschaft ist in gewissem Sinne auch unbarmherzig. Sie ist unbarmherzig, wenn sie beobachtet, dass ein Mensch sein Ziel nicht erreicht, das die Gesellschaft definiert hat und was er sich nicht selber definiert hat. Und das ist natürlich auch eine ganz große Schwierigkeit, wenn jemand nicht mehr selber sich seine Ziele definiert, sondern die Gesellschaft in einem gewissen zeitlichen Kontext Ziele definiert, die als erreichbar und notwendig vorgegeben sind und die der Einzelne alleine schon deswegen, weil er sie sich nicht selber setzen durfte, schwieriger erreichen kann. Und da finde ich, ist etwas mehr Gnade, etwas mehr Rücksicht, etwas mehr Demut und etwas mehr Maß angebracht. Demut ist überhaupt ein schönes Wort. Ich denke, das ist sehr wichtig, was wir alle haben sollten. So, jetzt lade ich Sie alle ein, hier Professor Paulus. Wir brauchen ein Mikro, bitte.
Ich stelle mich nochmal vor, Christoph Paulus, Insolvenz. Vielleicht darf ich dich vorstellen. Christoph Paulus gehört auch zu unserer Teilnehmerrunde, wird auf dem zweiten Panel stehen. Professor Christoph Paulus lehrt an der Humboldt-Universität vor allem Insolvenzrecht und hat ein wunderbares Insolvenzrecht für Staaten entwickelt. Und diejenigen, die öfters zu Convoco kommen, haben auch davon schon gehört. Christoph, bitte. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist genau das Stichwort. Wenn die Rede von Scheitern ist, kann der Insolvenzrechtler nicht hinten anstehen. Das läuft eben bei uns unter dem Stichwort Scheitern. Und daran wollen wir was ändern. Das war, Herr Schwenker, was Sie gesagt haben, völlig richtig, dass es kulturelle Unterschiede gibt. In den USA ist das Insolvenzrecht darauf ausgerichtet, eine zweite Chance zu geben. Bei uns ist es eben verbunden mit dem Stigma, mit der Verteufelung und der Häme, die Sie, Herr Mellinghoff, völlig zu Recht erwähnt haben. Interessant ist das, und Wolfgang Schön, das geht in die Richtung, was du gesagt hast, was man da tun kann. Kleine Schritte kann man natürlich tun, man kann nicht das Empfinden insgesamt ändern, aber es gibt jetzt eine europäische Richtlinie, die eben gerade darauf ausgerichtet ist, eine zweite Chance auch in Europa zu gewähren. Das heißt, das Insolvenzrecht als Scheiternsprojekt die positive Seite zu sehen. Also jetzt umzudrehen, dass die negativen Konnotationen mit dem Insolvenzrecht da drin, dass die Chance eben zu erkennen, also den positiven Wert eines solchen Scheiterns. Das wäre ein Versuch, der auf großer Ebene vorgenommen wird. Die Frau Bauknecht. Ja, dann Frau Bauknecht, glaube ich, in der zweiten Reihe bitte noch eine Frage. Meine Frage thematisiert. Ich war ein bisschen überrascht, dass man hier sehr intensiv über die zweite Chance spricht, weil und Scheitern, dass man das in Kauf nehmen muss, weil ich meine, bisher war es ja eher so, dass wir das an Amerika bewundert haben, dass dort Menschen eine zweite Chance bekommen. Aber unsere Gesellschaft war bisher doch da sehr grausam. Ein Mensch, der gescheitert war, hatte ein Stigma und kam nie wieder auf die Beine. Und so ist es bis heute geblieben. Also auch wenn ein großer Unternehmensführer dann sich in seiner Strategie verrennt, wir kriegen das ja gerade wieder mit, was da an Diskussionen läuft, dann muss er gehen, gnadenlos. Also dass man da so ohne weiteres über eine zweite Chance so leicht nachdenkt, wäre mir ganz neu. Aber ich wäre sehr froh, wenn sich das bessern und ändern würde. Danke. Dann ist da gleich dahinter noch eine Frage. Max Gutscher. Maximilian Gutscher. Ich bin überrascht, muss ich sagen. Der Titel heißt Rechnen mit dem Scheitern. Und das ist sehr viel über, und ich möchte die zwei Worte für mich auseinandernehmen und vielleicht können Sie mir da helfen, über Ungewissheit gesprochen worden. Ich würde sagen, Ungewissheit ist etwas, was in uns ist und Unsicherheit sind externe Faktoren. Über die externen Faktoren, vielleicht liege ich falsch, ist wenig gesprochen worden. Und ich glaube nicht, dass die Welt nur komplexer geworden ist, sondern dass wir auch die Möglichkeit haben, viel mehr zu wissen. Ein Punkt in der Diskussion kann mit Sicherheit in den Tagen oder in diesen Tagen immer wieder in der Zeitung gelesen werden, Big Data. Wir wissen ja viel mehr. Wir müssen anfangen, mit diesen Daten umzugehen. Und ich denke, dass das auch ein wichtiger Punkt ist in der Diskussion um Strategien, um das Rechnen mit dem Scheitern eben nicht nur auf ein Geschichtslevel zu hieven. Aber vielleicht können Sie mir noch mal mit den Begriffen helfen. Ganz kurz, Herr Beckert, sagen Sie noch mal kurz, Unsicherheit, Oberbegriff, Unterbegriff, Unsicherheit, Ungewissheit, Risiko. Gerade noch mal kurz, weil die Frage zeigt, dass es nicht angekommen ist, glaube ich. Ja, das ist das Angebot einer Kurzvorlesung jetzt. Ja. Lassen Sie mich sagen, ich glaube schon, dass ich darauf hingewiesen habe und ich sehe das auch so, dass wir in einer modernen Gesellschaft mit vielen Ungewissheiten heute besser umgehen können, als das früher war. Ich nehme ein Beispiel, das ich vorher nicht genannt habe. Denken Sie nach über die Möglichkeiten, über moderne Finanzmathematik Kreditrisiken abzuschätzen. Ja, gibt es wunderbare historische Arbeiten, ja, wie im 19. Jahrhundert in Amerika die ersten Credit Rating Agencies, ja, von New York, also dann mit Telegraph, den also lokalen Priester, ja, gefragt haben, ob denn diese Person einen rechten Lebenswandel hat und darauf dann die Kreditentscheidung, ja, basiert wurde. Also das ist ein Beispiel, ja, wenn man das vergleicht mit modernen Scoring-Verfahren in der Vergabe von Konsumentenkrediten, wo wir selbstverständlich ja heute
mit den Methoden der Versicherungs- und Finanzmathematik sehr viel weiter vorgedrungen sind, als das eben früher war. Man darf aber auf der anderen Seite also nicht denken, dass das ein linearer Prozess wäre, in dem wir Unsicherheit quasi immer weiter reduzieren. Also Finanzmärkte sind eine Institution, die es uns ermöglichen, mit Unsicherheit umzugehen. Aber wenn Sie an die Finanzkrise denken, dann sind es natürlich genau auch die Instrumentarien, die auf dem Finanzmarkt bestehen, die neue Unsicherheit in der Gesellschaft oder in der Ökonomie produzieren. Also es ist immer dieser Prozess von, also es gibt beide Seiten in diesem Prozess. Und was ich betont habe für die letzten 30 Jahre im wirtschaftlichen Handeln ist, dass ich glaube, dass durch die stärkere Betonung auf Marktfreiheit und auf Wettbewerbsprinzipien tatsächlich auch für Unternehmen, für Arbeitnehmer, für Staaten Elemente von Unsicherheit hinzugekommen sind, die in der Ökonomie, in der stark regulierten Ökonomie, der Nachkriegszeit gewissermaßen durch diese Regulation nicht vorhanden waren. Jetzt verstehen Sie mich nicht falsch, das ist nicht ein normatives Argument, dass ich sage, das war früher besser, als es heute war, sondern es ist zunächst einmal nur eine empirische Feststellung, dass heute Unternehmen, das ist auch das, was Herr Schwenker sagte, eben mit Unsicherheit anders konfrontiert sind, als sie es möglicherweise vor 40 Jahren waren. Okay, danke, Herr Schön. Ja, nur zwei Sätze zu dem, was Frau Bauknecht und Herr Paulus überlegt haben zur zweiten Chance. Das hat ja zwei Seiten. Es geht einmal um die rechtlichen Rahmenbedingungen, etwa dem Privatinsolvenzverfahren, das es bei uns seit 20 Jahren nach US-amerikanischem Vorbild gibt und das sich im Prinzip ja bewährt hat, auch wenn es noch verbessert werden kann. Und das zweite ist der gesellschaftlichen Kultur, eine solche Situation anzunehmen und zweite Chancen zu geben. Da kann man nur zuraten, aber wir sind da noch nicht so ganz weit. Ich will nur mal darauf hinweisen, die Menschen werden über dem Scheitern ja auch älter. Und eine Kultur, in der man im Prinzip nur junge Leute einstellt, wird im Prinzip den, der mal gescheitert ist, nicht so leicht wieder aufnehmen. Der kommt gleich mit einem Malus daher. Und die schönen Sätze, die wir auch in dieser Runde immer wieder gepflegt haben, was man alles aus Fehlern lernen kann, die Erfahrung wird eigentlich nicht positiv bewertet. Da könnte man einiges dran tun. Also ich glaube, die Kombination aus rechtlichen Rahmenbedingungen und einer Kultur, die in der Lage ist, auf den Einzelnen einzugehen und seine vielleicht auch etwas schräge persönliche oder berufliche Entwicklung, die fehlt dazu noch. Ganz kurz zu den Punkten. Ich glaube, wir sind auf dem Weg zu einer zweiten Chance. Ich sehe das wirklich, optimistisch. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir in Deutschland auf dem Weg zu einer neuen Gründerkultur sind. Einfach mehr Gründer haben. Das eine hängt mit dem anderen zusammen, glaube ich. Und insofern sehe ich das ja positiv. Es hängt aber auch sehr stark davon ab, Sie haben das gesagt, wie ist das gesellschaftlich geprägt und wie spricht man darüber? Und das heißt auch, wie schreibt man darüber? Wenn die Misserfolgsgeschichte immer schöner ist als die Erfolgsgeschichte, ist das schwierig mit der zweiten Chance. Das muss man ganz einfach sagen. Der zweite Punkt, Big Data ist natürlich ein wichtiges Thema, aber Big Data, und ich will da gar nicht politisch werden, zeigt auch, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind. Wir wissen ja aus vielen Fällen, Kreditkartenunternehmen, Sie haben das gesagt, können mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erkennen, wer sich in den nächsten 2 Jahren scheiden lässt. Ich finde das sehr faszinierend. Die können das tatsächlich erkennen und sie reagieren auch darauf, indem sie beispielsweise die Karte der Ehefrau oder was auch immer sperren mit einer anderen Kreditwürdigkeit oder des Ehemanns, wie auch immer. Sie können das erkennen aus der Analyse ihrer Daten, sie wissen aber nicht warum. Das heißt, es gibt keine Kausalität dahinter. Und ich finde das, für mich persönlich erzeugt das wirklich Unsicherheit, aber im persönlichen Sinn. Zu sagen, ich kann ein Muster erkennen, aber ich weiß nicht, warum ich es erkennen kann, weil ich nicht weiß, welche Kausalität dahinter steht. Und deswegen ist das, glaube ich, für strategische Analysen, ehrlich gesagt, schwer nutzbar in der ganzen Geschichte, sondern da entsteht einfach was möglicherweise heute stimmt, von dem wir gar nicht wissen, ob dieser Zusammenhang in 5 Jahren auch noch stimmt.
weil er eben keine Kausalität hatte. Deswegen muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig damit umgehen. Also das Thema Big Data ist, glaube ich, müssen wir ausklammern. Aber ich glaube auch, das Warum fehlt, aber wir werden damit ganz anders umgehen. Das ist dann einfach wieder Empirie ohne Warum. Aber Herr Professor Kirchhoff, ich bin sehr glücklich, dass Sie hier sind. Ja. Herr Professor Kirchhoff ist auch Teilnehmer unseres Forums, das wissen Sie alle, seit langen Jahren Convoco und mir verbunden. So ist es. Ich würde gerne, also was Sie sagen, auch vielleicht im Anschluss an neuere Möglichkeiten der Gentechnik noch mal betonen. Die Unsicherheit des Menschen ist die Bedingung unseres Glücks. Stellen wir uns mal vor, wir könnten alles voraussehen und wir könnten um die Ecke schauen. Dann wüssten wir, dies Geschäft gelingt, jenes wird nicht gelingen. Diese Ehe ist glücklich, jene ist unglücklich. Er wird morgen krank werden, sie übermorgen. Und wir alle kennen den Zeitpunkt unseres Endes. Die Griechen erzählen die schöne Sage von Prometheus. Der begegnete damals, so die Sage, den Menschen, die ihre Zukunft voraussehen konnten. Und deswegen waren sie alle lethargisch. Keiner hat mehr eine Initiative ergriffen. Sie wussten ja, dann und dann werde ich sterben. Und als Prometheus das sah, die Menschen dauerten ihn, dann nahm er den Menschen die Fähigkeit, ihre Zukunft vorauszusehen und gab ihnen die Hoffnung. Ja, sehr schön. Das ist der Grundbefund, denken wir es weiter, wir kommen dann in der zweiten Runde drauf, der Freiheit. Nicht? Wenn wir nicht die Ungewissheit hätten, so oder anders zu entscheiden, weil wir es nicht wissen, gibt es ja keine Freiheit. Nicht? Unser ganzes freiheitliches Konzept baut darauf, dass wir die Ungewissheit haben. Und dann werden wir sie in Freiheit reduzieren. Dann werden wir Versuch und Irrtum praktizieren. Das ist kein Malheur, sondern das ist die Idee der Freiheit. Das ist kein Versagen dessen, der sich freiheitlich auf den Weg macht. Versager ist allenfalls derjenige, der nicht den Mut hat, sich irrend auf den Weg zu machen. Ja. Und wenn wir das uns bewusst machen, dann sehen wir, glaube ich, unsere großen Probleme des Versagens im Projekt, nicht im Moment, im Menschen mit einer Gelassenheit oder schöner formuliert auch mit einer Demut. Danke. Weitere Fragen? Hier, Terence Keeley, please. Professor Terence Keeley from Buckingham University. Thank you. Could I just address Corinne Flick's point about it seems that we're under greater uncertainty than ever before, and others were disputing that, and why should that be? I think we can objectively say that we're not facing greater uncertainty because the economic historians have told us that since 1830, the lead industrial countries have been growing steadily at 2% a year. Which means under creative destruction that every year 2% of people lose their jobs and 2% of people have to retrain for new jobs. And this has been going on for 200 years. And the aeroplane, the car, all these things were just as uncertain as they are now. So the question is, why does it feel more uncertain now than before? And I think the answer is, why do lead countries only grow 2% a year? I think that managers for the last 200 years have not been able to cope with a rate of growth of change of more than 2% a year, because it's just beyond human capacity collectively. So I think we've been uncertain for 200 years, but each generation has felt the uncertainty, and the limit is 2% growth, because more than that is beyond human capacity. That's my suggestion anyway. Terence, I think I totally agree with you. That was a misunderstanding. It was just a question to Professor Beckert, if he thinks it has, if it has increased. Hier vorne ist eine Frage. Ja, vielen Dank, Thorsten Luther, mein Name, aus München, arbeite auch im Consulting-Bereich. Es wird ja viel darüber gesprochen, dass und wie man mit dem Scheitern rechnen sollte. Eine Frage, aus Ihrer Sicht, gibt es Situationen, wo Sie sagen würden, da sollte man nicht mit dem Scheitern rechnen, weil es dann vielleicht die Gefahr ist, dass es eine selbsterfüllende Prophezeiung ist? Ich meine, es gibt ja genug Stimmen, die jetzt zum Beispiel ein Scheitern des Euros sagen, das soll man erst überhaupt nicht diskutieren.
Oder könnte man dann sagen, wenn es das nicht aushält, dann ist es vielleicht auch zum Scheitern verdammt. Also wir haben über diese Fälle gesprochen in unserer Runde und waren aber doch der Meinung, dass man das Nichtrechnen mit dem Scheitern nur für extreme Grenzfälle vorbehalten sollte. Also die allgemeinen Regeln, Risiken zu diversifizieren, Puffer einzubauen gegen finanzielle Belastungen, in anderer Weise zu versuchen, die Last auf viele Schultern oder auf viele Ereignisse zu verteilen, ist im Prinzip schon die richtige Richtung. Es mag aber Fälle geben, das sind aber seltene Fälle, und die wirklich beurteilen zu können, erfordert gehöriges Judgment, in denen die Dinge extrem werden können. Also wenn, das greift schon ein bisschen auf die zweite Diskussion vor, wenn jemand wie Herr Draghi von der EZB sagt, meine einzige Chance ist, den Märkten die unlimitierten Ankäufe von Staatsanleihen anzukündigen, denn wenn ich das nicht unlimitiert mache, dann ist es gewissermaßen von vornherein zum Scheitern verdammt, dann wird das aus seiner Sicht eine solche Reaktion gewesen sein. Es mag auch Fälle geben, in denen einfach die Bündelung der Kräfte und die persönliche Anspannung durch die Alternativlosigkeit von Handeln nochmal zu besonderem Erfolg geführt wird. Im Übrigen wäre ich aber mit Sätzen wie Alternativlosigkeit und ähnlichen Formulierungen doch sehr vorsichtig. Okay. Bitte das Mikro nehmen. Danke. My name is Sven Hansen Hohstadt and I'm in real estate internationally. I think there are two different levels, you know, if I might say so, with just calculating, oder ich kann auch Deutsch sprechen, wenn man damit rechnet, dass man fehlt. Ich glaube, das eine Level ist, wenn wir über Entrepreneurs sprechen, die anfangen, ein Geschäft zu machen. Denen sollte es tunlichst nicht gegeben sein, über irgendein Scheitern nachzudenken. Wenn ich die Leute kenne, die nach dem Krieg in Deutschland begonnen haben, oder Leute wie Steve Jobs, ich glaube nicht, dass die irgendein Scheitern im Kopf hatten. Sie sprechen über den zweiten Level, das ist das Erhalten von existenten Gesellschaften. Dort wird wahrscheinlich eine andere Technik gefragt sein. Das war mein Einwand, oder meinen Sie nicht auch, dass es so ist? Nur ein Satz dazu. Das stimmt dann natürlich für die einzelne Gesellschaftsgründung. Aber niemand wird sein komplettes künftiges Leben von einem einzigen wirtschaftlichen Projekt abhängig machen wollen. Da vorne. Ja, Detlef Krüger. Ja, Detlef Krüger. Eine Frage nochmal aus der sehr operativen wirtschaftlichen Praxis heraus. Wir haben viel über Fehlertoleranz gehört. Ich komme nun mal aus einem Lebensmittelunternehmen. Da sind natürliche Grenzen der Fehlertoleranz gesetzt. Wir haben über Gnade gehört und auch der Gnade muss man nun mal realistisch sein, sind in einer Wachstumsleistungsgesellschaft durchaus auch Grenzen gesetzt. Also was wir hier gerade gehört haben, klar, dem sind trotzdem Grenzen gesetzt, dieser Gnade. Ich fand diesen Hoffnungsansatz ganz schön, aber was sind denn weitere Faktoren einer mutfördernden Kultur in einem Unternehmen? Einer Kultur, die tatsächlich nicht nur auf der obersten Führungsebene, sondern weiter nach unten Mut fördert, was gibt es da über diese Fehlertoleranz, Gnade hinaus, außer vielleicht tatsächlich diesen Hoffnungsansatz ins Unternehmen zu tragen in Zeiten der Unsicherheit, was gibt es da? Also ich glaube, da gibt es ganz viel. Fehlertoleranz ist ja zunächst eine abstrakte Begrifflichkeit, aber es geht ja weiter. Mut zu machen, anders zu denken, den Mut zu machen, Vorschläge einzubringen und damit natürlich auch die Möglichkeit zu schaffen, dieses zu machen. Den Mut zu machen, indem man Möglichkeiten schafft, dass Menschen in unseren Unternehmen ihre eigenen Ideen verwirklichen können, herausbrechen können aus hierarchischen Strukturen. Ich weiß natürlich, dass der Sache Grenzen gesetzt sind, gerade wenn sie aus der Lebensmittelbranche kommen. Die ist nun einmal vorgegeben. Und natürlich ist es ein Desaster, wenn das Fleisch schlecht ist oder was auch immer. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das hat ja nichts mit Fehlertoleranz zu tun, finde ich, in der Kultur der Unternehmen. Denn auch Sie sind ja ein ganz normales Unternehmen, das Abteilungen hat, das funktionieren oder nicht funktionieren kann. Also ich glaube, es gehört Fehlertoleranz
kann nur dann wirken, wenn man in den Unternehmen eine Kultur hat, in der Meinungen zugelassen sind, in der man sie auch äußern kann, in der man die Chance hat, Dinge anders machen zu können, in der man ausbricht aus starren Strukturen. Sonst funktioniert das nicht. Jetzt gibt es sofort den Widerspruch, den man sagen kann, aus Prozesssicht heraus, und da stimmen Sie mir wahrscheinlich zu, je enger der Prozess definiert ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man keine Fehler macht. Ist überhaupt keine Frage. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, zu trennen und das auch offen zu kommunizieren, was ist ein wirklicher Prozess, der keine Fehlertoleranz zulässt und was sind die Entscheidungen drumherum, die diesen Prozess bestimmen, und da kann es Fehlertoleranz geben. Dann kann es funktionieren. Okay, Professor Becker. Ja, ich möchte ganz kurz noch auf den Einwurf eingehen. Also wir haben seit 200 Jahren im Grunde genommen ein gleiches Level von Unsicherheit. Das mag, wenn man das in der also langfristigen, per historischen Perspektive über 200 Jahre versteht, so richtig sein. Aber wenn man es aus einer generationalen Perspektive sieht, dann können wir doch also ganz unterschiedliche Niveaus von Unsicherheit, mit der Menschen in unterschiedlichen Zeiträumen konfrontiert sind, beobachten. Also mein Großvater ist 1885 geboren und 1949 gestorben. Ja, wenn ich mir manchmal vorstelle, was der ja, als junger Mann und als erwachsener und alter Mann ja, erlebt hat, ja, ist doch ein vollkommen anderes Niveau an Unsicherheit. Das sind zwei Kriege, das ist Inflation, da ist die ganze Industrialisierungsphase mit enthalten, als das, was ich als jemand, der 1967 geboren ist, mitten in das prosperierende Nachkriegsdeutschland ja, hinein. Und ich glaube, dass man diesen Unterschieden ja, von Generationserfahrungen doch Rechnung tragen muss. Ja, for sure. Wir haben nicht mehr viel Zeit. I speak English now for one second, because I want to welcome our dinner speaker of last night, Martin Koffel. From America. I'm very proud that you're here, Martin, and honored. You gave us last night a wonderful speech. Martin Koffel has one of the Fortune 300 enterprises, URS, which specializes in technology. And I think you maybe can comment Detlef Krüger's question out of your experience, if you like. Do you remember his question? I mean, because there was one in between now. Okay, Detlef, can you just repeat your question for one second? With the micro, please. Yeah. It was a question about what could be additionally done to the tolerance question, what we have now intensively discussed. And there's some kind of, there's a certain amount only of tolerance you could give to a growth-oriented company. So what else could you integrate in the culture of a company additionally to that kind of, certainly now I see the point, you can divide into the process-oriented stuff and the rest. The tolerance-oriented one, but maybe their additional answer. Well, you must understand that that I live in California. I have the attitudes of a Californian. and here I am in Northern Europe in a very old culture. And I think my advice to you all would be relax. I think you're very precise about your reaction to failure, and you talk about being more tolerant and the need to be more tolerant. I think it's culturally difficult for you. You know, I think the society is so bound up with old law and disciplines and past achievements and so forth, and precise forms of government. And I find in dealing with German companies, whom I find to be excellent at execution, in fact. Last night I was talking about the need for execution, and if I were to think of a group of companies that are very strong on execution, which is the best way to eliminate or contain risk, it would be execution, and German companies do very well at that. But I think
the leadership has to do more than just say we ought to tolerate mistakes and we ought to tolerate experimentation. I think you genuinely have to do it. And I think there have to be clear public examples inside an organization that you mean it. And that people who, I think you need to take young people who try and don't quite make it and reward them publicly. But I would say relax. Okay, just let it happen. This is always good. And relax ist jetzt auch, glaube ich, unser Stichwort, weil wir nehmen eine kleine Pause. Klasse. Und dann nachher diskutieren wir weiter. Danke.